Dann kümmern wir uns mal darum, das Quest dann weiter fortzusetzen. Mhm. Dann machen wir. So. Zack, zack, zack. Wenn man übrigens mit seinem Singleplayer-Charakter in den Multiplayer-Server geht, dann ist man trotzdem auf seinem Planeten, den man auch im Singleplayer hat. Mhm. Hast du jetzt so fix nachgeschlagen, oder was? Nee, das habe ich ja vorhin ausprobiert. Als ich mich auf dem Server connected habe, als ich dann rausgefunden habe, dass man erst die IP-Adresse auch einhacken muss. Und dann dachte ich, dass man noch einen Port danach angeben muss, weil da stand irgendein Wort mit P. Aber das war dann Passwort. Passwort. Und dann hat er dann gesagt, ja, Passwort ist verkehrt. Da habe ich mich erst gewundert, so, hä, was? Hab doch gar keins eingestellt. Hm, hier könnte was sein. Wenn du eine längere Zeit so eine, ja, genau, eine glatte Ebene hast, dann hast du... Oh, das riecht nach Dungeon. Ja, genau. Nach unten drücken und springen. Ja, dachte ich mir. Halt, die Flackeln kann man noch mitnehmen, ha? Na, ich würde es erstmal dran lassen, sonst werden wir nachher nicht, wo wir hoch müssen. Ah, das ist kein Dungeon, das ist so ein scheiß Gefängnis. Ein Gefängnis? Ja. Boah, es geht nie ab. Ich brenne. Fuck you. Ja, das da unten ist Lava. Das ist ja ins schön Hardcore. Da war ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, ne, kleinen Moment mal kurz gucken. Armor Penetration 2. Was ist das? 20. Ja, nehmen wir es mal mit. I'm so irgendwas hungry. Boah, die hauen sich da unten voll platt. Nein, wir sind hier in einem Gefängnis. Aha. Von irgendeiner Rasse. Und der, auf dem ich da gerade rumleuchte, der rote, das ist ein Floran, der wird hier gefangen und das andere ist so eine Gefängniswache. Okay. Öffnest du die Käfige bzw. befreist du die, dann greifen die sich halt gegenseitig an. Und warum die dann uns angreifen, das weiß ich nun auch nicht. Na, damit wir die Items bekommen. Ja, von mir aus. Oh, geil. So, was wir denn hier schon mal machen können, ist, wir können uns ein paar dekorative Items mitnehmen. Ja, ich nehme den Hammer als Angriffswaffe. Du musst gucken, die Waffen haben zurzeit noch zwei verschiedene Sets, die mehr oder weniger wichtig sind. Halt immer... Der Angriff oder der Swing Speed, finde ich, weil der relativ wichtig ist, je nachdem kannst du halt die Waffe schneller schlagen und die Armor Penetration, die oben da steht. Der Wert bedeutet im Deutschen ja eigentlich bloß Rüstungsignorierung. Mhm. Nur ist halt in dem Sinne hier, in dem halt so wie es jetzt zurzeit noch ist, ist so angedacht, dass einfach die Rüstung quasi auch dein Level mit anzeigt. Du kannst also davon ausgehen, wenn du mit. Wir haben jetzt Level 1. Beziehungsweise eine Rüstung von 2, genau, dann sind wir auch Level 2. Haben wir eine Rüstung von 10, sind wir Level 10. Sind also auch dementsprechend für das jeweilige Level des Planeten auch geeignet. Gegner machen quasi immer so viel Schaden, dass du halt mit 10 Rüstungen halt auch nur 10 Schaden kriegst. Okay, ich sehe schon, je geringer der Wert vom Swing Speed, je höher der Wert vom Swing Speed, desto schneller kann man natürlich auch zuhauen. Genau. So, dann verzichte ich lieber auf ein bisschen Damage und nehme dann tatsächlich den Hammer. Der ist ganz cool. Hup. Wenn du gerade mal keine Bandagen dabei hast, dann kannst du es so machen wie ich gerade. Schlafen gehen. Genau. Ins nächstbeste Bett legen. Das ist zum Anfang, so, vor dem ersten Patch, die einzigste Möglichkeit zum Anfang gewesen, deine HP zu recken. Brauchst du noch ein paar Bandagen? Ah, ich habe nur noch 2. Ich habe 15 gerade. Ah, ja, das ist was. Genau. Wie viel gebe ich denn hier da hoch? Reichen dir 4 erstmal? Boah. Bett nehme ich mal mit. Ja, das ist immer gut, so ein Bett mitzunehmen. Bitteschön. Ja. Einsammeln bitte. Jetzt muss ich auch langsam mal mich hier organisieren. Da oben ist das, die Tür brauche ich zum Beispiel nicht. Das Crafting Table brauche ich erstmal nicht. Das Bett brauche ich auch erstmal nicht. Das Feuer können wir mitnehmen. So. Oh, was haben wir hier Schönes? Kabinettslot. Das nehme ich mit. Egal. Bisschen schöne Deko hier mitnehmen. Nicht schlecht. Ja, kannst alles einstecken. Tut der Boden ja weh? Ja, Boden tut weh. Ich bin von vornherein gleich auf diese Knochen da gesprungen. Okay. Also
klein bisschen Platforming, Jump'n'Run ist halt auch mit dabei. Ja, das finde ich cool. Ist jetzt langsam dunkel. Und ist das ganz cool. Du dämlicher Floran. Kann ich hier die Knochen mitnehmen? Kannst du auch. Boah, die nehme ich mit. Oh ne, es dauert viel zu lange, die abzubauen, wie es aussieht. Ja, hier ist nichts weiter. Schade. Ja, dann können wir uns einen Brücken bauen über die Lava. Oh, ich fühle mich hungrig. So ein Scheiß. Hat man auch, ja? In dem Spiel hungrig. Ja, Hunger gibt's ja auch. Okay. Hat man jetzt natürlich keine direkte Anzeige, ja? Doch, hat man auch. Die wird nur sehr selten angezeigt. Aber wahrscheinlich gerade, wenn man Hunger hat. Ja. Oder? Ah, genau. Mit Alt kann man sie mittlerweile auch einblenden. Okay. Oh. Und deswegen sollten wir eigentlich auch jagen gehen, damit wir halt Nahrung kriegen. Tja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal langsam jagen. Ja, dass wir noch die andere Seite vom Dungeon erkunden, würde ich sagen. Ich habe mir mal so ein Panel mitgenommen. Gut. Na, komm. Achso. Dein. Aua. Ja, die hauen voll rein, ey. Wo sind meine Bandagen hin? Ach ja, die habe ich ja da hingepackt. Lecker Bandage zum Mitessen. Nestig. Gucken, was hier so abgeht. Toll, hier war eine Tür, die ins Nichts führt. Echt geil. Oh oh. Hier ist nichts weiter. Wie sieht das cool aus? Ich heiße Thor. Ich bin Toriel Paris. Ja, genau. Hast du das schon mitbekommen? Mit dem Pfeiltasten kann man verschiedene Emotionen darstellen in dem Spiel. Oh, verzeihung. Nee, hab ich noch nicht. Wenn du nach unten drückst zum Beispiel, dann fängt er an zu weinen. Und nach links ist normal, nach oben ist happy und nach rechts weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich auch normal. Aha. Ah ja. Ich würde mal sagen, da ist das Level-Designer nicht so ganz vollständig durchdacht. Naja, durchdacht kannst du ja nicht sagen, da die ganzen Welten ja alle per Zufall generiert werden. Ja, das ist richtig. Also müssen wir wieder noch. Ja, Moment, ich nach will oben. Mal ein bisschen wieder. Ich muss mal was essen langsam. Also. Na, es geht. Immerhin was. Guten Tag. Oh. Ah, jetzt lacht Laughable Poker. Ah, ein Bild. Oh. Mann! Darfst du es noch? Ja, ich bin oben. Boah. You killed Landcutter! Mir doch egal. Hat jemand Hunger? Voll vom Kopf gehauen, ey. Oh! Ich glaube, meine HP sind alle. Ich glaube doch, das war's mit dir. Ja. Beam to ship. Tja, und nu? Oh, jetzt habe ich dich gerade aus der Party gekickt. Ja, danke. Sehr zuvorkommend von dir. Naja, ich habe so einen Versager wie dich. Lol. Okay, ich gehe mal wieder in die Oberfläche. Ja, ich gehe mal auf den Planeten links und vielleicht komme ich daher entgegen. Das ist eine gute Idee. So wie ich mein Glück kenne, sind wir kilometerweit auseinander. 90% des Planeten nach rechts gelaufen und links war das Dungeon. Genau. So, halt. Hup. Und hup. Hup. Kann nämlich halt auch sein, dass in den Dungeons immer halt irgendwelche Truhen mit vielleicht auch noch sinnvolleren Items auf uns warten. Du hast zum Beispiel beim Erkunden hast du auch die Chance auf Rare-Gegner zu treffen, sage ich jetzt mal. Oh, ich habe gejagt. Das sind dann etwas größere, rot leuchtende Gegnertypen. Oder tot. Die etwas stärker sind, aber auch dementsprechend aber auch was Besseres droppen können.
Hm, jetzt habe ich Meat. Alien Meat. Na, Inventory. Alien Meat. Ich habe leider nur ein Alien Meat. Hm. Das muss jetzt am Campfire, glaube ich, kochen. Genau. So, Campfire. Doppelklick? Ne, eh. Eh ist es ja immer. Guck. Alien Meat. Guck. Blub. Guckt Alien Meat. Kann ich auch andere Sachen braten? Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert. Bis jetzt ist es vielleicht das Einzige, was ich durchgehend gemacht habe. Hm. Mehr sehe ich jetzt hier auch nicht, was es Sinn macht. Außer mein Eisenerz, aber das funktioniert nicht. Ich habe jetzt noch ein blaues Stimpack. Hm. Das ist Sprunghöhe. Oder halt ein Sprungboost ist das, glaube ich. Enjoy! If you're a vegetarian, toss it away and start planting crops. So viel dazu. It's time to craft a furnace, einen Ofen. Nee, zu den Ramobs, ich habe gerade einen gefunden. So, du hast jetzt wahrscheinlich keinen Hunger mehr, das heißt, ich werde mein Fleisch selber essen. Yum. So, und hast bis jetzt noch nicht zu mir geschafft. Nee. Ich stehe auch gerade der Herausforderung eines Ramobs gegenüber. Eines Ramobs? Mhm. Habe ich ja gerade von erzählt, dass es die gibt. Prompt laufe ich gegen einen. Ich versuche dir entgegenzukommen. Wie gesagt, nach rechts laufen, weil ich laufe nach links. Ich nehme dabei noch ein paar von den Blumen mit. Aber du bist nicht unterirdisch. Nee, nee. Ist oberirdisch, okay. Boah, was sind das für ein Mega. Au, fuck you! Krass, der Gegner hat mich voll weggebasht und dann habe ich noch Fallschaden erlitten. Jetzt bin ich tot. Ich will jetzt meine ganzen Items noch. Ja, ja. Das Einzige, was du zurzeit verlierst, ist das Geld. Ein bisschen von dem Geld, ja, okay. So, dann komme ich dir jetzt entgegen. Aber diesmal laufe ich auch links lang, nicht rechts lang. Alpha Gamadell hast du nicht gesehen und gerochen. Oder wir besuchen halt direkt einen anderen Planeten. Ja, das wird noch schwer. Sagst du? Ja, ohne Energie. Wir können zurzeit, was die Energie hergibt, halt nur zwischen unseren Planeten hin und her. Weil das nicht sehr viel Energie kostet. Aber allerdings sind die anderen Planeten einer Stufe 3 und der andere war, glaube ich, Stufe 8. Hm. Und das ist mit der Ausrüstung zurzeit mal etwas problematisch. Boah, der haut voll rein, ey. Level 4 Gegner. Mhm. Die anderen sind freundlich. Ja, hab aus Versehen eingeboxt davon. So. Bitte herkommen? Ah, ich glaube, hier bist du gerade irgendwo. Oh, sehr gut. Okay, ach, du hast ihn eingesperrt? Ja, damit du ihn auch mal angucken kannst, damit du siehst, wie die aussehen. Okay. Warte mal, Bandagen. Ja, macht nichts. Noch schnell eine Bandage. Achso, der ist komplett eingesperrt. Kannst komplett drauf knüppeln. Haha, cool. Ja, das ist dein Item, was da liegt. Gucken, ist es was Gescheites? Wahrscheinlich nicht. Es geht. Armor Penetration von 4, also Level 4er Item quasi. Ha. So, dann müssen wir mal noch ein bisschen Holz abbauen oder sowas, ha? Oh, sieht doch stylisch aus. Jo. Gibt's ja auch später Ausrüstungs-Items, ja, ne? Ja, Rüstung also sowas. Rüstung, genau, sowas meine ich. Das, was du vorhin schon im 3D-Drucker gesehen hast, diese Text, das sind halt Spezialgegenstände, die Fähigkeiten oder sowas geben. Findest du allerdings sehr selten. Ich persönlich habe bis jetzt auch in meinem anderen Spiel noch keine von diesen Dingern gefunden. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir langsam zu unserem Spawn und bauen da mal ein Hütchen hier, damit der mal passiert.
Ach nee, ich will auf einen anderen, auf eine, dann wenigstens einen anderen Mond oder so, wo eine Zivilisation in der Nähe ist. Und dann